Patente, Marken und Designs nach dem Brexit. Ein ausführlicher Leitfaden. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, was mit Patenten, Marken und Designs nach dem Brexit passiert. Und zwar einmal für den Fall, dass es einen Deal mit der EU gibt und einmal für den Fall, dass es keinen Deal mit der EU gibt. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Sie irgendwelchen Handlungsbedarf in Bezug auf Ihre Patente, Marken und Designs wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU haben? Ab dem 30. März 2019 werden Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster ihre Wirkung in Großbritannien verlieren. In Bezug auf europäische Patente wird sich demgegenüber allerdings wenig ändern. Zunächst werde ich also auf Patente eingehen, dann gehe ich auf Marken ein und zum Schluss gehe ich auf Designs an, was wahrscheinlich das gefährlichste Thema ist. Zunächst einmal ist natürlich klar, dass Großbritannien Mitglied aller wichtigen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes weiter beachten wird und Mitglied sein wird, also die wichtigsten Verträge vielleicht die Pariser Verbandsübereinkunft und das TRIPS-Abkommen in diesem Zusammenhang. Nach dem TRIPS-Abkommen hat sich Großbritannien verpflichtet, für Patente, Marken und Designs über eine gewisse Schutzdauer eben Schutz zu gewähren. Und gleichzeitig hat Großbritannien ja auch diese Instrumente wie die Unionsmarke oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster mitgetragen innerhalb der EU und ist daher aus dem TRIPS-Abkommen schon mal verpflichtet, diesen Schutz auf Marken, Patente und Designs auch über den Brexit hinaus zu gewähren. Mein Verständnis des TRIPS-Abkommens ist daher, dass Großbritannien aus diesem Abkommen verpflichtet ist, die Wirkung von Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern auch über den Brexit hinaus in Großbritannien zu bewirken. Im Moment gibt es die zwei Szenarien, dass es einmal eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU gibt oder dass es eben keine Einigung zwischen Großbritannien und der EU gibt, also einen harten Brexit gibt. Sowohl die EU als auch die britische Regierung haben an verschiedenen Stellen mittlerweile ausdrücklich davor gewarnt, dass es auch einen harten Brexit geben kann. Sowohl die EU als auch Großbritannien haben schon verschiedene Richtlinien herausgegeben, die sich an verschiedene Branchen oder richten oder bestimmte Themen behandeln für den Fall, dass es einen harten Brexit gibt. Es ist also nicht auszuschließen und vielleicht ganz im Gegenteil nicht unwahrscheinlich, dass es einen harten Brexit geben kann. Schließlich ist es ja so, dass selbst wenn es eine Einigung zwischen den Verhandlungsparteien gibt, einmal das britische Parlament zustimmen muss zu diesem Vertrag, aber es muss ja im Prinzip diese Einigung muss noch von allen EU-Staaten ja auch ratifiziert werden. Das heißt, alle Staaten müssen dieser Vereinbarung zustimmen. Und diese Ratifikationszeit, die ist normalerweise wesentlich länger und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass eben die Zeit schon ab jetzt bis März 2019 eigentlich nicht mehr ausreicht, dass alle Staaten diese Vereinbarung noch ratifizieren können. Für den Fall, dass es noch ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gibt, ist eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen, in der Großbritannien im Prinzip Teil des Systems der Unionsmarken und der Gemeinschaftsgeschmacksmuster bleibt. Und in einer weiteren Frist, nämlich bis zum 30. September 2021, können dann noch britische Marken und Designs angemeldet werden und den Zeitrang der jeweiligen Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters bekommen, sofern diese Schutzrechte bis zu diesem Tag, also bis zum 31. Dezember 2020, noch nicht eingetragen sind. Am 19. März 2018 wurde ein Entwurf einer Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien veröffentlicht und in den Artikeln 50 fortfolgende sind einige wichtige Regelungen in Bezug auf die gewerblichen Schutzrechte, also Patente, Marken und Designs, erläutert bzw. enthalten. Außerdem hat Großbritannien seit August 2018
in regelmäßigen Abständen Leitfäden veröffentlicht für verschiedene Branchen oder zu bestimmten Themen. Bisher noch nicht zu gewerblichem Rechtsschutz, also zu Patenten, Marken und Designs. Dies wird aber in Kürze erwartet. Außerdem hat das UKIPO, also United Kingdom Intellectual Property Office, hat ein White Paper herausgegeben, was mit Patenten, Marken und Designs nach dem Brexit passiert. Einmal für den Fall, dass es eine Lösung gibt, also eine Vereinbarung gibt, und für den Fall, dass es einen harten Brexit gibt. Zunächst also mal zu europäischen Patenten. Großbritannien ist Mitglied des Europäischen Patentübereinkommens, das nicht auf die EU beschränkt ist und viele Länder hat, die als Mitglieder hat, die nicht EU sind, also zum Beispiel die Schweiz oder die Türkei oder Norwegen oder Island. Und Großbritannien wird natürlich weiterhin Mitglied dieses Europäischen Patentübereinkommens sein. Außerdem hat Großbritannien am 26. April 2018 das UPC Agreement, also die Vereinbarung, den Vertrag zum Einheitlichen Patentgericht, ratifiziert. Nur Deutschlands Ratifikation fehlt noch, damit dieser Vertrag in Kraft treten kann. Und in Deutschland ist die Ratifikation im Moment durch im Prinzip zwei Verfassungsbeschwerden blockiert. Einmal geht es in einer Verfassungsbeschwerde, die etwas vorgelagert ist, um die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern beim Europäischen Patentamt. Und dann gibt es noch eine Verfassungsbeschwerde zu diesem einheitlichen Patentgericht selbst. Beide Verfassungsbeschwerden sind im Geschäftsplan für 2018 beim Verfassungsgericht gelistet. Das heißt, es muss damit gerechnet werden, dass noch im Laufe des Jahres 2018 über diese Verfassungsbeschwerden entschieden wird. Und sollte das positiv ausgehen, also pro UPC, einheitliches Patentgericht, dass eben Deutschland dann noch rechtzeitig vor dem Brexit vielleicht ratifiziert und dann die ganze Maschinerie des einheitlichen Patentgerichts noch rechtzeitig vor dem Brexit starten kann. In dem schon erwähnten White Paper des UKIPO ist geschrieben, dass Großbritannien beabsichtigt, auch nach dem Brexit noch Mitglied dieses Systems des einheitlichen Patentgerichts zu bleiben. Im Moment ist noch überhaupt nicht klar, wie eine solche Mitgliedschaft aussehen kann, aber das ist jedenfalls geplant. Ergänzende Schutzzertifikate, also praktisch die Verlängerung der Patentlaufzeit, die vor dem Brexit erteilt worden sind oder eingetragen sind, werden weiter in Großbritannien Wirkung entfalten. Also nach dem Brexit können natürlich erweiterte Schutzzertifikate nur noch für die verbleibenden EU-Länder beantragt werden. Großbritannien wird aber ein Instrument bereitstellen, also ein erweitertes Schutzzertifikat, das national gilt, sodass auch dieses erweiterte Schutzzertifikat auch nach dem Brexit noch für Großbritannien beantragt werden kann. Jetzt zu Marken. Unionsmarken haben natürlich nur Wirkung innerhalb der EU. Das heißt, nach dem Brexit werden Unionsmarken ihre Wirkung in Großbritannien verlieren. Das britische Parlament und das UKIPO, vor allem in diesem White Paper, haben klar kommuniziert, dass hart daran gearbeitet wird, dass Unionsmarken auch in irgendeiner Form weiterhin Schutz in Großbritannien genießen werden, also existierende eingetragene Unionsmarken. Dies ist allerdings natürlich noch nicht im Parlament beschlossen. Ich rechne damit, dass noch in diesem Jahr hier das Parlament nachzieht und einen entsprechenden Beschluss fasst. Der Parliamentary Undersecretary of State for Exiting the European Union, Robin Walker, hat allerdings in einer Debatte am 19. Juli 2018 explizit bestätigt, dass Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster automatisch und kostenfrei in entsprechende britische Rechte umgewandelt werden. Später wurde klargestellt, dass dies nur gilt für den Fall einer Einigung, also einem Deal zwischen EU und Großbritannien. Es ist aber sehr wahrscheinlich, schon wegen dem TRIPS-Abkommen, das ich eingangs erwähnt hatte, dass Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Unionsmarken in irgendeiner Form umgewandelt werden in britische Schutzrechte. Ob das im Fall eines No-Deals, also eines harten Brexits, auch kostenfrei und automatisch passiert,
ist natürlich noch offen. Die Umwandlung der Unionsmarken muss vor dem Brexit geschehen, wegen Artikel 139.1 Unionsmarkenverordnung. Es wird erwartet, dass Großbritannien rechtzeitig vor dem Brexit entsprechende Möglichkeiten und Instrumente bereitstellt. Aus meiner Sicht ist es daher sehr unwahrscheinlich, dass Inhaber einer Unionsmarke ihren Markenschutz nach dem Brexit in Großbritannien verlieren werden. Für den aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es zu der Situation kommt, dass Inhaber von Unionsmarken nach dem Brexit ihren Markenschutz in Großbritannien verlieren, kann man, wenn man dies befürchtet, natürlich jetzt schon, möglichst vor dem Brexit, britische Marken anmelden, entweder als nationale Marken oder im Rahmen einer internationalen Registrierung durch Erstreckung der internationalen Registrierung auf Großbritannien, um eben dann Markengrabbern, die vielleicht nach dem Brexit auftauchen würden, vorzubeugen. Nur ganz kurz zur Erklärung, was ich unter Markengrabbern verstehe. Also wenn ein Markeninhaber einer Unionsmarke Markenschutz in Großbritannien verliert, könnte es eben Dritte geben, die dann in Großbritannien genau für diese Marken, die Schutz verloren haben, eben nationale Schutzrechte anmelden und dann eben die Inhaber der Unionsmarken erpressen oder halt das Leben schwer machen. Falls also die Absicherung Ihres Markenschutzes in Großbritannien eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung für Sie hat, empfehlen wir einfach zur Sicherheit eine britische Marke anzumelden oder eben eine internationale Registrierung auf Großbritannien zu erstrecken. Es gibt aber noch einige weitere Dinge, die in Bezug auf Marken beachtet werden sollten. Ab dem Brexit zählt natürlich eine Benutzung einer Unionsmarke in Großbritannien nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke. Englisch bleibt weiterhin Amtssprache beim EU-IPO, weil ja auch zwei andere Länder, nämlich Irland und Malta, als Amtssprache Englisch haben. Im Unterschied zur Priorität kann nach dem Brexit keine Seniorität einer britischen Marke in einer Unionsmarke in Anspruch genommen werden. Und da Unionsmarken ja immer eine Weile bis zur Eintragung brauchen, erfahrungsgemäß etwa wenigstens 4 Monate, ist es vielleicht sinnvoll, so ab November, Dezember darüber nachzudenken, ob man auch britische Marken in Großbritannien anmelden möchte oder eben internationale Registrierung auf Großbritannien erstrecken möchte. Da es ja diese Übergangsfrist gibt, also wenn bis zum Stichtag Unionsmarken nicht angemeldet sind, dass man die eben vielleicht später noch britische Marken unter Beanspruchung des Zeitrangs der angemeldeten Unionsmarke anmelden kann. Wenn man sich darauf nicht verlassen möchte, dass diese Übergangsfrist existieren wird oder dass diese Möglichkeit existieren wird, später auch britische Marken unter Beanspruchung des früheren Zeitrangs anzumelden, dann sollte man eben vielleicht spätestens November, Dezember eben britische Marken oder anmelden oder eben internationale Registrierung auf Großbritannien erstrecken. Kommen wir zu Designs oder Geschmacksmustern. Bei Designs oder Geschmacksmustern gibt es das grundlegende Problem, dass diese zum Anmeldezeitpunkt neu sein müssen, im Unterschied zu Marken. Das heißt, wenn der aus meiner Sicht unwahrscheinliche Fall eintritt, dass Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach dem Brexit ihren Schutz in Großbritannien komplett verlieren und keine Möglichkeit gegeben wird, dort Designschutz zu erlangen, dann verlieren diese Inhaber in Großbritannien ihr Recht. Es gibt eben im Unterschied zu Marken nicht die Heilungsmöglichkeit, dass man eben das Design dann einfach neu anmeldet, weil es dann ja eben zum Anmeldetag nicht mehr neu ist. Im Übrigen ist die Situation aber ähnlich der Situation mit den Unionsmarken. Im Falle eines Deals zwischen der EU und Großbritannien wird es aller Wahrscheinlichkeit nach eine kostenfreie und automatische Möglichkeit der Umwandlung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern in britische Designs geben. Und für den Fall eines harten Brexits muss Großbritannien eben aus dem TRIPS-Abkommen schon allein die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass eben Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch über den Brexit hinaus in irgendeiner Form Schutz in Großbritannien haben können. Wenn man dem White Paper des UK-IPO Glauben schenken darf, dann sollen sogar nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster Äquivalente in Großbritannien finden. Also auch diese Rechte, die nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster,
sollen umgewandelt werden. Designs haben eine Neuheitsschonfrist von 12 Monaten, jedenfalls innerhalb der EU. Deshalb kann es für diejenigen Designs, die besonders wichtig für Sie sind und die in den letzten 12 Monaten veröffentlicht wurden, diese in Großbritannien als britische Designs anzumelden, damit Sie eben für den aus meiner Sicht unwahrscheinlichen Fall eines Rechteverlusts nach dem Brexit eben in Großbritannien noch Designschutz haben, da Sie ja das Design sonst eben nicht mehr anmelden könnten in Großbritannien, da es dann möglicherweise ja nicht mehr neu wäre. Großbritannien ist Mitglied des Haager Musterabkommens, das von der WIPO administriert wird. Wenn Sie also Schutz beispielsweise in der EU, in der Schweiz, in Großbritannien oder auch in anderen Ländern benötigen, kann es sinnvoll sein, eben Haager Muster anzumelden, wo eben Großbritannien auch benannt ist. Gerne stehe ich Ihnen natürlich für Fragen rund um den Designschutz in Großbritannien zur Verfügung. Dann vielleicht ganz kurz was zur Gerichtsbarkeit. EU-weite Entscheidungen, beispielsweise von Unionsmarkengerichten, werden ab dem Brexit in Großbritannien nicht mehr durchsetzbar sein. Ab dem Brexit werden dann britische Gerichte natürlich auch keine Entscheidung auf Basis von Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern treffen können. Genaue Übergangsregeln sind momentan noch nicht klar, also für solche Streitverfahren, die zum Zeitpunkt des Brexit anhängig sind. Kläger und Beklagte sollten das auf jeden Fall berücksichtigen. Kurz eine Zusammenfassung und eine konkrete Handlungsempfehlung. Der Brexit scheint auf Patente keine negative Auswirkung zu haben. Ob Großbritannien Teil des einheitlichen Patentsystems nach dem Brexit bleiben kann, ist ungewiss. In Bezug auf Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster halte ich es persönlich für sehr unwahrscheinlich, dass Großbritannien keine Umwandlung von Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern in britische Designs oder Marken zulassen wird. Es wird aus meiner persönlichen Sicht sehr wahrscheinlich irgendein Instrument geben, sei es die schon erwähnte kostenfreie und automatische Umwandlung, die im Moment auf jeden Fall für den Fall einer Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien im Raum steht, oder eben auch für den harten Brexit. Bei einem harten Brexit kann es aus meiner Sicht natürlich dann sein, dass die Umwandlung nicht kostenfrei und nicht automatisch ist, also dass man eben dafür zahlen muss und aktiv etwas unternehmen muss. Da ich das Risiko eines Schutzrechtsverlustes nach dem Brexit für sehr gering halte, kann ich nicht empfehlen, jetzt schon, jedenfalls in Bezug auf Marken, schon aktiv zu werden. Ich denke, dass sich gegen Ende des Jahres noch weiter genauer herauskristallisieren wird, ob es zu einem Schutzrechtsverlust überhaupt kommt oder nicht. Dann kann man immer noch rechtzeitig vor dem Brexit britische Marken anmelden oder internationale Registrierungen auf Großbritannien erstrecken. Bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern kann es schon Sinn machen, dass man zumindest besonders wichtige Designs, die in den letzten 12 Monaten veröffentlicht wurden, schon jetzt als britische Designs anmeldet oder eben Haager Muster anmeldet, in denen Großbritannien benannt ist. Wir, also meine Kanzlei, steht Ihnen natürlich für Fragen rund um die Schutzrechte und den Brexit und insbesondere Anmeldungen in Großbritannien jederzeit zur Verfügung. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was mit Patenten, Marken und Designs nach dem Brexit geschehen wird. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir gerne einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.